Hallo meine Leute, willkommen zu der 10. Folge von Minecraft Sekiro. In der letzten Folge waren wir ein bisschen netter am Beam und dann wollten wir uns auch nochmal das Tal hier angucken und haben dann noch drei Villager-Zombies gefangen genommen. Und ja, jetzt brauche ich aber noch einmal einen Brewing Stand, um halt die Potion of Weakness zu machen. Deswegen habe ich die schon mal im Boot gesetzt, um eben kurz nochmal nach Hause zu flitzen. Ich will mich auch eben kurz mal im Boot setzen, damit ich schneller von A nach B komme, ne? Ich hoffe, dass die, wenn die im Boot sitzen, nicht despawnen. Ich hoffe, dass das mal so war. So, wie gesagt, wir brauchen Brewing Stand. Wir brauchen nur einmal kurz drei Steine. Keine 3K, sondern drei Steine. Dann brauchen wir einmal einen Ofen und einmal Kohle. Und einmal ein Spinnenauge, das ich natürlich nicht mehr habe. Okay, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte doch noch irgendwie genau ein einziges Spinnenauge bei mir einfach drin. In so einer Schist. Wollte ich erst Kiste sagen, dann wollte ich Chest sagen. Das habe ich Kiste gesagt, ja. Ja, in einer Kiste, wo das Stuff drin ist, der noch nicht sortiert ist. Vielleicht einfach, weil ich meinen Monster Drop schon voll habe und noch ein neues Dings brauche. Ich weiß ja nicht. Boah, ich muss sagen, der Tempel ist echt gut platziert, oder? Hier in den großen See. Generell, also das Environment hier ist ehrlich schön. So. Können wir ja direkt dann gleich aus dem Brewing Stand dann einen Cleric errichten. Ich hätte vielleicht mal ein Bett mitnehmen müssen, alle, also um ehrlich zu sein. Bin ehrlich ein bisschen dämlich, da zu sein. Okay. Bräuchten aber eben kurz noch den Platz, wo die Autos jetzt reinkommen. Okay, ich habe es geschafft. Um ehrlich zu sein, das war ein übster Krampf. Sie sind überhaupt nicht da, wo sie sein sollten. Aber passt, denke ich mal schon. Der hier hat ein bisschen seine Luxus-Suite hier. Andere ist da irgendwo und der ist hier irgendwo. Es liegt jetzt zum Glück Tag, das heißt, es ist gleich hell. Ich kann eben kurz mal das fermentierte Spinnenauge, ja, nicht damit. Kann ich das fermentierte Spinnenauge mitmachen? Ich warte gut jetzt eine halbe Stunde dran. Okay, fermentiertes Spinnenauge. Ich brauche das hier. So. Gunpowder habe ich auch noch mitgenommen, wie ja gesagt. Und jetzt gehört das da rein. Hoffentlich. Ich hoffe, es war die. Ups. Bin ich aussehen. Rausgekommen. Ich hoffe es mal, das war dies. Weiß die Potion of Weakness? Splash Potion of Weakness. Erst Splash Potion oder erst Apfel? Ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? So, und der andere ist irgendwo hier unten gefangen. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall. So, wir haben einmal hier Tenesha, einmal Nilda und zu guter Letzt haben wir hier auch noch Christi. So. Wir müssten jetzt ein bisschen Arbeit erledigen hier, um ehrlich zu sein, um halt ein bisschen was machen zu können hier. Dafür müsste ich aber nochmal zurück, weil ich habe jetzt keinen Bock mit einer Steinspitzhacke hier abzubauen. Meine Diamantschwergespitzhacke, die lasse ich mal wirklich so, wie sie ist. Denn ich würde diesen Maya-Tempel gerne aushöhlen und daraus dann einen kleinen Villager-Breeder machen. Also was heißt einen kleinen Villager-Breeder? Ich mache einfach irgendwie was auf jeden Fall. Mach das mal irgendwo. Macht die bestimmt noch mit. Jetzt irgendwas mal so einfach mal hier. Okay, ja, dann sehen wir uns dann in der Timelapse, würde ich auch sagen. Villager brauchen ja auch eigentlich Betten. Deswegen habe ich hier mal Schafe geholt. Und es gibt zwar eine Timeless von dem Schafe holen, aber es gibt keine Timeless, es gibt eine Timeless von dem Gehege, aber es gibt keine Timeless von der Schafe holen, weil es war zu lange, die Schafe zu holen. Ich musste nicht nach dahin, wo ich die Kühe hergehabt habe. Habe ich glaube ich auch gar nicht aufgenommen. Weiß auch gar nicht, warum ich das nicht. Ja, weil ich da noch nicht die richtige Dingens hatte, richtigen Mod dafür. Ich musste auch nicht da ein bisschen hinterm Berg laufen, nee. Ich musste von da kaum gut 10 Minuten, 20 Minuten nach da laufen und dann nochmal wieder zurück. Und zurück waren dann wieder 40 Minuten ungefähr. Also das alles für ein paar Schafe. Ich hoffe, die bleiben bestehen. Ich hoffe, die Villager sind auch bestehen geblieben. Ich habe gar nicht das Gehege gezeigt, oder? Okay, ich weiß auch. So krass, so. Aber viel zu zeigen, ist einfach genau das Gehege wie das letzte Mal. Haben wir jetzt ein graues Schaf bekommen? Verstehe es nicht. Feeling cooler, ne?
verstehe es nicht. Vielleicht ist der Schlaf schon erwachsen geworden wegen der. Weil ich schlafen gegangen bin? Kann gut sein, ne? Der Tempel, der kann ja gut jetzt als Briefing Station dienen. Weil, ja. Sagen wir fangen hier an und ich mache das erstmal so, dass man eine Stufe hochgeht, aber erst eine danach. Ja, ne, ist jetzt nicht wirklich groß, ein Bett zurzeit. Ich muss mal ein paar Betten mehr besorgen, auf jeden Fall. Ja, und weiter sehen wir das. Sieh grad, da hinten ist ein Dingens. Ein Rune Portal. Gehen wir irgendwo da hin und das irgendwo zu holen, ne? Kiste, Kiste, Kiste. Ja. Blue Obsidian. Ah, oh, nice. Brauche ich noch einen einzigen Flint. Jetzt müssen wir irgendwo jetzt Gravel finden. Eigentlich auf dem Boden des Meeres, ne? Ja, okay, dann hole ich das eben kurz. So, Beruf 1 und 2 wird Fletcher. Der andere wird dann einfach nur erstmal ein Cleric. So fürs Erste. Jetzt geht ihr bitte einmal alle da so ran. Ist der Brings denn kein Dingens? 89 Bronze-Coin. Dann trade-locken wir dich eben kurz mal. Und dann trade-locken wir auch einfach gleich mal eben kurz schon mal. Ich krieg jetzt irgendwas hier. Ah, ich krieg da das hin, aber mit dem anderen krieg ich das leider nicht mehr hin. Und dann muss ich dann vielleicht. Ne, der will ja. Ah, den Trade logge ich irgendwas nochmal. Okay, den anderen muss ich irgendwas Trade loggen, indem ich nochmal kurz was farme. So, du musst nicht getradelockt werden, du musst getradelockt werden, aber kurz. Danke sehr. Das finde ich bronze, ich finde es nice, dass man das so sieht. Okay, dich mal helfen wir irgendwas mal hoch. Weil wir es zurzeit noch können. Du bist nicht hochgetravelt, hochgetravelt vor allem, hochgelevelt. Jo, ein Gold für das. Dann hole ich irgendwas mal das Gold, ne? Auf mal nicht so. Gold brauche ich eh nicht. Ich muss eh einmal kurz dahin für das Zeug. Dann würde ich sagen, offscreen ein bisschen mit dem Villager hochtraden für die nächste Folge. Je nachdem, wie lange die Folge jetzt wird. Aber was haben wir jetzt gemacht? Aber die Villager int gedingst. Auf jeden Fall. Habe ich die da schon rein? Ja, die habe ich, so jeweils reingetan, hier habe ich in Dings, dann habe ich das hier gebaut. Ja, okay, ich denke, dann wird das dann zwar eine kurze Folge, aber ich denke mal, die Folge reicht auch an sich. Ach, ich muss gleich mal Simulations Distance mal auf 16 jetzt packen. Sonst laden die Chance jetzt nicht. Okay. Wenn ich halt da drüben bin, lädt der Schrank hier dann nicht. Das mögen aber die FPS nicht. Sag ich mal 12 Chance. Hoffentlich reicht das. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Egal, ich gehe aber wieder auf 8 Chance. Weil es gerade einfach nur um die Umstellung vielleicht einfach, dass das jetzt so viel FPS braucht. Egal, wir müssen schnell Gold holen, damit er uns die guten Trades gibt. Und vielleicht noch ein bisschen Holz, damit wir die Fletcher schon mal ein bisschen hoch traden können. 52 Mal, ja, jetzt hat das 12 Mal gemacht. 24 Silbercoins und eine Goldcoin bekommen? Warum das? Erklären Sie mir das bitte einmal. Jetzt irgendwas mal ein bisschen hochgedreht. So. Hab ich all mein Zeugs gerade schon verschwendet wieder? Jo. Ender Pen Trade. Geil. 3 Ender Pen für 6? So ein richtiges Schnäppchen. 1, 2, 3,
Papier, danke sehr. Ich nehme kein Gold leider mehr an. Okay, aber den Rest würde ich noch gerne annehmen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge, wie ich mal ins End rein, ehrlich. Vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Vielleicht mache ich ein bisschen Boden durch die hier. Gucken, was der noch so gibt, eben kurz. Den eben muss auch noch irgendwas mal ein Bett geben. Jetzt habe ich natürlich hier kein Holz mehr wieder. Ich will natürlich irgendwas vielleicht schön eine Lok hier irgendwas weghauen. Damit wir wenigstens nochmal schon mal ein weiteres Bett haben, damit wenigstens zwei schon mal schlafen können an sich. Was nicht, du gibst mir jetzt einfach einen Bogen, okay. Für 44 gibt es nur 16 Pfeile. Okay. Ich stelle jetzt nochmal den weiteren Brewing Stand hier auf. Mach das hier kurz mal zu. Kommen hier die ganzen Dinger. Passen 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 11, 12, 13, 14. Okay, 14 Dinger mache ich dann erstmal und dann kommen die auch immer raus. Und das ist auch ein Reader, der eigentlich. Sollte auch eigentlich keiner wirklich einen Job haben. Ein Skill für ein Silbercoin, ne? Schon ein bisschen wenig, ne? Wenn man für ein Gold so viel bekommt. Okay, dann mache ich das so. Boah, wieso, okay. Wenn die Aufnahme schon 10 Minuten geht, warte, wie ich die jetzt cutte. Dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, auch unser Folgenziel erreicht, also von der Länge. Wünsche ich einen wunderschönen Tag, und ciao, Leute.